Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Heute mit einem weiteren Uncut-Video hier auf dem Hauptkanal. Es ist immer noch ein bisschen ungewohnt, ich weiß, aber ich möchte das einfach einführen, dass wir hier einmal die Woche auch ein Video haben im Uncut-Format, wo ich einfach über die aktuellen NBA-Geschehnisse rede. Ein Thema, das sowas von krass von euch angefragt wurde, immer wieder, war das diesjährige All-Star-Game bzw. die Wahl für die All-Star-Starter und die Reservisten. Wer kommt rein, wer kommt nicht rein und vor allem Luka Doncic und Derrick Rose, was ist mit den beiden? Darüber wollen wir heute mal ein bisschen reden. Bevor wir aber anfangen, will ich euch eine Kleinigkeit zeigen. Und zwar kam heute die Basket raus, also die gibt es mittlerweile jetzt an jedem Kiosk. Und wenn man da reinguckt, relativ vorne am Anfang, dann ist da eine Kleinigkeit. Und zwar ist da dieser Typ hier. Ja, absoluter Wahnsinn. Ich bin tatsächlich mit einem eigenen Artikel in der Basket drin. Ich kann es selber kaum glauben. Also ich habe es schon bei Instagram gesagt, ich bin halt echt Abonnent von der Basket seit 2003, 2004 und jetzt irgendwie, wie viele Jahre sind das? 14, 15 Jahre später, da drin vorzukommen und einfach so eine kleine Rubrik zu haben, on point mit Kobe Björn. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn, extrem humbling für mich, extrem krass für mich. Schöne, fette Grüße gehen raus an Paul Gudde, der hat nämlich den Kontakt zu Basket vor ein paar Monaten hergestellt und ja, dann haben wir uns getroffen, haben ein bisschen gequatscht, kamen auf einen gemeinsamen Nenner und ja, jetzt bin ich in der Basket, es ist total crazy für mich, wollte ich euch einmal gezeigt haben. So. Jetzt, und in dem Artikel geht es über die Toronto Raptors und wir haben schon öfter jetzt auf Uncut über die Raptors gesprochen und ich glaube sogar auch einmal auf dem Hauptkanal oder zumindest in den Streams und ich will jetzt auch nicht praktisch alles, was in dem, Artikel steht, jetzt praktisch wiederkauen oder sonst irgendwas. Deshalb, wenn es euch interessiert, schaut gerne mal im Zeitschriftenladen vorbei. Ja, würde mich sehr, sehr freuen und ich freue mich allgemein, weil ich in der Basket bin. Das ist wirklich sehr, sehr krass für mich. Aber wie gesagt, jetzt soll es um die All-Star-Reservisten und All-Star-Starter gehen bei den ersten Reruns, ersten Returns von dem Fan-Voting. Und ich betone extra Fan-Voting. Sieht es folgendermaßen aus, und zwar Luka Doncic steht an Nummer 2 für die Frontcourt-Player, also für die Small-Forwards, die Power-Forwards und die Center. Dort steht er im Moment auf Platz 2, was bedeuten würde, wenn wir noch das alte Voting-System hätten, dass Luka Doncic tatsächlich dieses Jahr ein All-Star-Starter wäre. Da sieht man einfach mal, was für eine krasse Kraft dahinter steckt, wenn man irgendwie ein bestimmtes Land oder vielleicht sogar einen ganzen Kontinent repräsentiert, wenn man auch wirklich einfach charismatisch ist, so wie Luka, und wenn man halt eine geile Rookie-Saison spielt. Jetzt sehe ich hier, dass mein Akku gleich leer geht, aber das kennen wir ja. Genau, und diese Votes kamen, wie gesagt, raus und die Leute sind durchgedreht. Also ganz viele Leute, habe ich mitbekommen, haben dieses erste Voting jetzt direkt angenommen als, okay, so sehen die All-Star-Starter aus, was natürlich überhaupt nicht so ist. Also zum einen ist es nur das Fan-Voting und zum anderen ist es nur die erste Auszählung. Es gibt ja nochmal eine Auszählung. Ich glaube, man kann noch 15 oder 16 Tage lang kann man jetzt nochmal wählen. Und ich denke eh, dass sich bis dahin wahrscheinlich nochmal ein bisschen was ändert, denn ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so krass Luka auch im Moment im Hype ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kevin Durant am Ende mit weniger Fanvotes dasteht als Luka oder Anthony Davis vielleicht, je nachdem. Aber ich glaube nicht, dass Kevin Durant hinter Luka zurückbleibt. Und vor allem, was man halt echt bedenken muss, es geht hier ums Fan-Voting. So haben die Fans gevotet. Das All-Star-Voting für die Starter, also wie die Starter letztendlich dann ausgewählt werden, ist aber nur 50% von diesem Fan-Voting. Und dazu kommen 25% von allen Coaches der NBA und 25% von den Spielern selbst. Und bei diesem Voting, also einmal bei den Coaches und einmal bei den Spielern, die ja auch nochmal dann einen Riesenteil ausmachen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Leute dann zum Beispiel einen Luka Doncic vor einem Kevin Durant wählen würden. Wird es einfach nicht geben, vor allem weil in der NBA, gerade bei den Coaches und bei den meisten Spielern, Rookies, egal wie viel Leistung sie bringen, egal wie viel Hype sie mitbringen, meistens eher ein bisschen unten gehalten werden. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, verschnupft.
als es damals 2003, 2004 darum ging, ob nicht LeBron James und Carmelo Anthony All-Stars werden sollten, war es genau das Gleiche. Da war es auch so, dass es dann hieß, ja, vielleicht werden sie Reservisten. Und dann wurden sie aber letztendlich von den Coaches einfach nicht gewählt, weil die gesagt haben, ey, es gibt andere Spieler, nur weil ihr jetzt den Hype habt, nur weil ihr die Jungen seid, nur weil ihr 18, 19 Jahre alt seid und die Liga auseinandernehmt, heißt nicht, dass wir euch jetzt direkt im All-Star-Game sehen wollen. Wir sehen euch sowieso die nächsten 10 Jahre. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Doncic ähnlich sein wird. Klar gibt es riesen Respekt für ihn, sowohl von den Coaches als auch von den Spielern, aber keiner von denen wird einen Kevin Durant hinter ihn stellen. Und ja, deshalb denke ich mal, dass es Luka nicht zu einem All-Star-Starter schaffen wird. Und dann, jetzt vielleicht noch der zweite wichtige Punkt, was die meisten Leute nicht wissen, die Reservisten, also sprich, wenn du es nicht in die Starting Five vom All-Star-Game schaffst, dann bist du ja ein Reservist, also jemand, der auf der Bank sitzt erstmal. Und diese Reservisten werden zu 100%, wenn ich mich gerade nicht täusche, von den Coaches der NBA ausgewählt oder sogar nur vom All-Star-Coach. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall ist es auch ein Coaching-Voting. Und das spricht dann praktisch, oder das bedeutet letztendlich genau das Gleiche wie das, was ich gerade bei den Startern erzählt habe, nämlich, dass Luka Doncic, glaube ich, nicht da reingewählt wird. Also ich denke zumindest, dass es schwer wird, weil, come on, Alter, wir haben Anthony Davis, Paul George spielt eine unglaubliche Saison, Steven Adams könnte ruhig mal eine All-Star-Nominierung dieses Jahr bekommen, Jokic, warum nicht? Denver ist das beste Team der NBA. Ich habe gerade ein bisschen gezögert, aber eigentlich Jokic, warum nicht? Warum sollte Jokic kein All-Star werden? DeMarcus Cousins hat Votes bekommen, keine Ahnung wieso. Vielleicht von Max und mir, damit er sich schneller erholt, damit wir ihn sehen können, wenn wir in San Francisco sind. Nee, kleiner Spaß am Rande. Also ich glaube einfach nicht, dass es Doncic schaffen wird. Starting Five sehe ich gar nicht. Und ich sehe es, um ehrlich zu sein, auch nicht bei den Reservisten, weil der Westen ist sowas von packed. Der Westen ist so voller Starspieler. Ich sehe ihn da einfach nicht, dass er den Sprung schafft vor einem der Namen, die ich gerade genannt habe. Kleine Sache am Rande, vielleicht kann mir das jemand in den Kommentaren erklären, warum zur Hölle ist Luka Doncic überhaupt in dem Voting Pool für den Frontcourt, also für die Small Forwards, die Power Forwards und die Center, warum ist er da drin? Also ich habe gerade extra bei Basketball Reference geguckt, da ist er auch gelistet als Power Forward. Der Typ ist doch ein Point Guard. Also come on, Alter, ich habe so viele Dallas-Spiele gesehen, der Typ bringt doch jedes Mal den Ball. Und wenn er den Ball nicht bringt, dann bringt ihn Dennis Smith Jr. und passt ihn dann auf Doncic und Doncic baut wieder den Angriff auf. Der ist doch kein Power Forward. Also ich verstehe nicht genau, warum er da gelistet ist und warum er auch für die NBA scheinbar in diesen Pool reinfällt. Sollte das jemand wissen, kann er mir das gerne einmal in die Kommentare schreiben. Und jetzt reden wir noch kurz über Derrick Rose, weil es hier praktisch genau um das Gleiche geht. Derrick Rose steht bei den Guards, also bei den Point Guards und Shooting Guards, steht er im Westen, genauso wie Doncic in seiner Kategorie, auch am Platz 2, vor James Harden, vor Russell Westbrook, vor Klay Thompson, vor Damian Lillard, vor DeMar DeRozan, vor Devin Booker, vor Chris Paul, vor Lonzo Ball. Bisschen ähnlich, würde ich sagen, wobei ich bei Derrick Rose mir eigentlich fast sicher bin, dass er es dieses Jahr bei den All-Stars schafft. Also ich würde mich fast festlegen, dass Derrick Rose es dieses Jahr zu den All-Stars reinschafft. Ich weiß noch nicht genau, ob als Starter steht außer Frage, das funktioniert nicht, weil Steph Curry ist die Nummer 1, logisch. Was James Harden in den letzten Wochen abgeliefert hat, wenn der kein All-Star-Starter wird, das wäre ein Skandal, das wäre eine Lachnummer einfach nur für die NBA, wenn der Typ, der komplett auf MVP-Kurs gerade ist, der sein Team gerade von Platz 14 auf Platz 4 in der Western Conference gehoben hat, der alles zerstört in der NBA, wenn der kein All-Star-Starter wird, wäre ridiculous. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Steph und James Harden den Starting-Spot jeweils bekommen. Bei den Guards in der Western Conference. Und dann kann ich mir aber zum Beispiel bei ihm sehr, sehr gut vorstellen, dass die Coaches ihn möglicherweise als Reservisten einladen. Denn seine Stats sind absolut überragend. Er macht 19 Punkte im Schnitt, 5 Assists, trifft seine Würfe gut und wow, der hat eine Dreierquote von 46%. Okay, das wusste ich nicht mal. Ich wusste, dass er gut aus dem Feld schießt, aber 46% von der Dreierlinie. Und dazu gewinnen die T-Wolves halt auch, obwohl man ihnen viele, viele Spiele eigentlich
nicht zutrauen würde, dass sie die gewinnen. Und dann vor allem ist es eben auch sehr, sehr oft Derrick Rose, der die entscheidenden Impulse gibt, der in den entscheidenden Minuten auf dem Feld steht. Und ich glaube allgemein einfach nur als Story, ich bin ja immer so ein Typ, der einfach sehr verschwörungstheoretisch unterwegs ist, sobald es irgendwie eine geile Story gibt, die gut für die Medien funktioniert, die NBA gut aussehen lassen, bin ich immer so ein bisschen überzeugt, so ey, wahrscheinlich machen die das, weil das kommt dann sehr, sehr gut. Und come on, Alter, wir haben alle die Leidensgeschichte von Derrick Rose gesehen. Ich habe ihn seit seinem Draft gesehen und viele von euch haben die ganzen Verletzungsjahre mitbekommen, haben dann sein Jahr gesehen in New York vielleicht, wo er wieder am Start war eigentlich. Dann wechselt er nach Cleveland, weil er den Titel angreifen will. Und was passiert nach 3-4 Spielen? Er bricht sich wieder irgendwas oder verletzt sich wieder irgendwie total bescheuert. Und jetzt dann wurde er getradet nach Utah. Die Utah Jazz haben ihn dann gewaved. Und dann wurde er von Thibodeau, der jetzt entlassen wurde, voll bitter, wurde er von Thibodeau bei den Minnesota Timberwolves, dann wurde er herangeholt und ist dort in dieser Saison aufgeblüht, hatte dieses 50-Punkte-Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Basketballfans danach getwittert und geschrieben haben und Videos gemacht haben, dass sie Tränen in den Augen hatten. Ich glaube, jeder von uns genießt es gerade, einen gesunden Derrick Rose zu sehen, ihm zuzugucken bei dem, was er am besten kann. Und deshalb denke ich, dass das Coaching-Voting für ihn bei den Reservisten sehr, sehr auf viel Sympathie bei den Coaches treffen würde. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er als Backup Point Guard oder als Reservist von den Guards auf jeden Fall reingewählt wird. Wer meiner Meinung nach noch krass rausfallen wird bei diesem ganzen Voting, wenn wir einmal kurz über den Osten noch reden wollen, ist Dwayne Wade. Ich kann mir Dwayne Wade einfach nicht vorstellen, dass es dieses Jahr ins All-Star-Game schafft. Ich weiß, dass wir das jahrelang hatten bei Kobe Bryant, der auch oft noch All-Star-Games mitgenommen hat, wo du eigentlich gesagt hast, warum jetzt genau? Also der hat so und so viele Spiele verpasst oder keine Ahnung, seine Zahlen rechtfertigen das gar nicht mehr. Aber es war halt seine Retirement-Season. Möglicherweise spielt es mit rein und die Coaches wählen ihn noch rein. Ich kann es mir aber nicht so ganz vorstellen. Wobei, ich weiß nicht, also die Guard-Position, wenn ich mir das Voting so angucke, also wir haben Kyrie Irving an der 1 im Osten, dann kommt D-Wade, dann kommt Kemba, Ben Simmons, Oladipo und Kyle Lowry. Also das finde ich zum Beispiel schon kompletten Bullshit, weil Oladipo und Kyle Lowry müssten eigentlich vor Ben Simmons stehen. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur das Fanvoting, das ist genau das Ding, wo man sich eben nicht so drauf aufhängen darf, wo man nicht direkt irgendwie, ja, ein Tantrum werfen darf und ausflippen darf, weil es ist nur das Fanvoting und es ist nur das allererste Fanvoting. Es kommt ja noch eins und dann kommen noch die Coaches und die Spieler und die Reservisten werden eh nur von den Coaches gepickt. Also mal abwarten. Ich denke aber nicht, dass es Dwayne Wade reinschafft. Man muss aber auch sagen, dass so gut wie alle meine Predictions, die ich immer mache für die NBA, nicht wirklich zutreffen. Also ich weiß auch nicht genau, warum. Irgendwie habe ich so ein richtig unglückliches Händchen, seit ich den Kanal habe mit Predictions für die NBA. Mal gucken, ob ich wieder falsch liege. Das einzige Voting, was ich sehr, sehr gut finde und sehr, sehr ausgeglichen, ist das Frontcourt Voting für die Eastern Conference. Da hast du Giannis an der 1, Kawhi Leonard an der 2, Joel Embiid an der 3, Jimmy Butler an der 4, Jason Tatum an der 5, okay, Blake Griffin an der 6, eigentlich müsste Blake Griffin vor Tatum stehen. Also diese ersten 4-5 Plätze finde ich sehr, sehr gut verteilt, sehr, sehr fair auch verteilt in der Eastern Conference. Und ja, ich glaube, damit schließen wir auch das Thema. Das ist halt, das hat sich einfach richtig gut angeboten, dieses Thema, weil es so ein reines Diskussions, reines subjektive Meinung einbringen Video ist, einfach All-Star-Voting. Jeder von euch kennt die Spieler, über die wir reden, deshalb wäre es jetzt auch gar nicht so wichtig gewesen, dass wir da unbedingt Bildmaterial mit drin haben und ich denke, Doncic wird es nicht schaffen, ich denke, D-Rose wird es knapp schaffen, ich denke, bei Dwayne Wade wird es sehr, sehr knapp, wobei ich eher dazu tendiere, dass er es nicht schafft. Und ich glaube, das sind so die Hot Takes, worum es gerade bei den All-Star-Votings geht. Wenn ihr noch andere Fragen habt, haut sie gerne in die Kommentare oder schreibt sie mir bei Instagram. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann guckt gerne auf meinem Zweitkanal vorbei, Kobe Björn Uncut. Dort mache ich solche Videos. Ich versuche es zumindest jeden Tag in den letzten Wochen durch meine Krankheit. War relativ wenig dort, weil ich halt auch viel, viel sprechen muss bei diesen Videos und ja, war einfach nicht so gut jetzt in der letzten Woche, aber ich werde mich bemühen, dass da auf jeden Fall wieder was kommt. Und dann bleibt mir nur noch eine Sache zu sagen. Jungs,
Vielen, vielen Dank für den krassen Support, für alles, was ihr getan habt in den letzten Wochen, Monaten, mittlerweile Jahren. Tausendmal danke. Es ist ridiculous. Ich bin komplett geflasht. Vielen, vielen Dank für alles. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.